Hier ist wieder dein Brian von Motorrad-Helme.com. Wie du deinen Helm nach heißen Sommertagen wieder frisch bekommst, erzähle ich dir nach dem Intro. Also was ich jetzt genau mache, wie du bestimmt weißt, kann man das Innenfutter vom Helm rausnehmen. Und wie das genau funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Ich erkläre dir heute anhand des Brokenhead Fullgas Viking Enduro Helm genau, wie man von dem jetzt das Innenfutter raustut und dann waschen kann. Also als erstes fange ich immer mit dem mittleren Teil an. Das funktioniert so, die sind befestigt durch so weiße Clip-Dinger, wie du hier sehen kannst. Genauso wie auf der anderen Seite, also dann ist das schon mal ab. Also ganz einfach. Dann mache ich mir, so wie das Visier hier schon offen ist, meistens auf. Dann gehe ich hier links, wie du hier sehen kannst, auf diese Seite. Und dann jetzt nicht irgendwie denken, wenn du jetzt hart dran ziehst, dass irgendwas kaputt geht. Also ein bisschen mehr Kraft anwenden und dann geht es auch schon von selbst wieder raus. Das sind so vier kleine, auch so Clips-Dinger, wie du hier sehen kannst. Und schon ist das erste Teil draußen. Das ist das Schwierigste von dem Helm, was eigentlich gar nicht so schwierig ist. Dann gibt es hier noch die auf der Seite und auf der anderen. Die tut man genauso raus. Also die haben drei Stück, auch drei so Clipsdinger, wie du hier sehen kannst. Genauso, also ich persönlich tue mir das immer gleich vorbereiten, auf welches, von welcher Seite ich das rausgenommen habe, dass ich dann gleich beim Wiedereinbauen weiß, okay, das war rechts und das war links. Genauso wie hier. Wie du sehen kannst, bin ich schon so ziemlich fertig. Ich müsste es jetzt nur noch wieder einbauen. So, das heißt, das Innenfutter, was ich hier jetzt rausgebaut habe, kannst du problemlos waschen und dann ist dein Helm wie neu, kann man schon sagen. Dann zeige ich dir jetzt kurz, wie man das wieder einbaut. Also am besten du öffnest es. Das ist für dich einfacher. Dann als erstes natürlich mit dem wieder anfangen, was du auch als erstes rausgetan hast. Also erstmal ganz normal reinsetzen. Dann fängst du mit dem hinteren Teil an. Also einfach dran klipsen. Du hörst es immer, wenn es dran geht. So, jetzt ist das schon mal wieder fest. Dann hier vorne wird es ein bisschen kniffliger, aber auch nicht allzu schwer. Du siehst hier diese kleinen Clipsdinger. Musst du einfach. Hier sind so kleine Schlitze und die musst du da einfügen. Einmal, zweimal. Also man hört es immer, wenn es wirklich eingerastet ist. Hier. Komm schon. So, jetzt sind wieder alle drin, also alles wieder fest. Jetzt habe ich mir das vorbereitet, also das ist dann jetzt die rechte Seite. Wichtig ist, wenn du es reintust, dass immer das Gerade unten beim Helm ist. Also nicht irgendwie andersrum, oder, sondern immer das Gerade ist hier. Und dieses eckige, wie du hier sehen kannst, ist immer unten, wenn du den Helm, so wie ich jetzt da hast. Dann klippst du das einfach wieder ein. So. Dann am besten, wenn du den Helm kurz umdrehst, dass du besser hier rankommst. Dann genauso auf der anderen Seite. Auch wieder die lange Seite oben, beziehungsweise jetzt unten. Dann hier wieder. Da, dann drehst du es natürlich wieder um, dass du hier wieder besser rankommst. Dann tust du, hier sind meistens noch so kleine Dinge, die kannst du einfach hier problemlos rein, dann stören sie dich auch nicht mehr. So. Also wie du siehst, ganz einfach, dein Helm kriegt dann wieder neue Frische und fühlt sich und vom Geruch her, wie als ob du den erst jetzt neu bekommen hast. Das heißt, du kannst den Helm jede Sommersaison oder wann auch immer du fahren möchtest, ganz frisch genießen und das Innenfutter ausbauen und wieder einbauen, ist gar nicht so schwer, wie du vielleicht dachtest.
Das war's jetzt zu dem Ganzen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über ein Gefällt mir freuen. Und wenn du noch Fragen hast zum Innenfutter oder irgendwelche anderen Fragen, dann schreib es in die Kommentare. Und dann sage ich, hau rein, dein Brian.